Ich sehe, es geht ja glänzend. Die alte Power, die alte tänzerische Leidenschaft ist noch da. Und das kann man ja sagen, du bist wirklich letztes Jahr, hast du einen runden Geburtstag gefeiert, ja? 39,5 jetzt ungefähr. Er war 39. Kein Ende abzusehen. Nichts. Immer noch der Admiral, Titanic, Andrea Doria. Diese Dampfer gehen nicht unter, sie fahren einfach eben mal weiter. Ja, genau, so ist es. Erste Platte. Udo Lindenberger und das legendäre Panikorchester. Hier, da haben wir eine Großaufnahme. Das ist doch großartig. Oder seit wie langer Zeit seid ihr wieder auf Tournee das erste Mal? Wir starten morgen. Morgen? Wir starten morgen in Dresden, 6000 Meter, ja. Genau. Morgen geht's los, aber wann war das letzte Mal? Vorher! Vor ungefähr 7 Jahren, als du noch so klein warst. Ja, so klein. Und als dir noch keine Konzerttickets verkauft wurden. Und wegen Erregung, öffentlicher Erregung und dergleichen. Irgend also, sowas. Viel Unruhe, Larry, Trelafiti und so. Ne? Und was war das für ein Gefühl, als ihr euch wieder gesehen habt? Musstet ihr euch erstmal wieder so ein bisschen aneinander annähern? Oder? Wir gingen verschiedene mysteriöse Wege. Wir fanden uns dann wieder, anlässlich meines Geburtstages, wie bereits erwähnt, 39 und so weiter. Und so. Wir bringen ihnen ein Ständchen. Dann haben die das gemacht und dann kam das sowas von überzeugend. Dann haben wir gedacht, dann machen wir eine kleine Tournee. Ja. Dann gab es eine kleine Tournee, zunächst mal im Osten, weil erstmal mit dem legendären Panikorchester kommen wir darüber. Also mit der Besetzung, die damals auch diese Songs gebracht hat, wie Mädchen aus Ost-Berlin, Sonne zu Pankow und und. Nun konnten wir da mal spielen. Genau. Die Menschen verlangten nach mehr. Ein Volksbegehren gewissermaßen. Demokratisch, sympathisch, erfolgreich. Nun, es ist ja alles möglich. Ja. Und jetzt kommt die Zugabentour und morgen ist los. Fantastisch. In Dresden, wir sagen auch nachher noch, wo es überall sonst weitergeht. Eine Sache, Udo, das haben wir alles gelesen in der Presse. Es war in Hamburg, mein Lieber. In einem Hotel? In einem Hotel! Und da warst du und unser lieber alter Freund, der Harald, der Junke. Aha, aha. Udo! Was war da? Ich würde mal sagen, dieser Applaus ist für Harald Junke. Absolut, ja. Es gab eine Menge Zeitungsschmutz, das kennen wir ja schon. Es war im Hotel Atlantik, trafen wir uns. Er gurgelte ein wenig, er ist auch Sänger, ein bisschen gurgelt ab und zu. Auch ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja. Da kann auch mal ein bisschen Wodka drin sein. Ja. Und auf jeden Fall, er war schon ein bisschen rüber über den Breitengrad. Okay, nun, ich wohne da, weißt du, und dann haben wir zwei Gläser getrunken. Habe ich gesagt, okay, Harald, wir steigen jetzt wieder aus. Ja. Alles klar. Es gab keinen Exzess, es gab auch keinen Absturz. Am nächsten Tag alles wieder klar. Und Harald ist clean dabei und ist alles prima. Und es könnte gar nicht besser sein. Es ist Presseschmutz, so wie wir ihn kennen. Ja, es war kein Drama. Überhaupt kein Drama. Du hast gesagt, du wohnst wirklich immer noch im Hotel. Ist das so, ja? Ich habe kein Zuhause. Heimatlos. Wie ist das so ständig im Hotel? Ist das nicht, hat man nicht da irgendwie das Gefühl, es gehört einem gar nichts? Oder man hat keine eigene Kommode, wo man seine Sachen mal reinlegt oder so? Wie ist das immer im Hotel? Naja, wir haben ein paar, sagen wir, verträumte Keller und Dachräume und das Phantom im Atlantik gewissermaßen. Das ist das. Ja. Und ich kann da ein bisschen pinseln und malen und strichern. Und ich kann da zum Beispiel auch proben mit der Band und Sinfonie. Auch Damenbesuche? Auch Herrenbesuche, selbst das. Ach so. Geht. Ja. Udo, das wusste ich, das ist die Band. Das wusste ich bisher nicht. Udo Lindenberg malt. Und es gibt einen Udo Lindenberg-Kalender. Und es sind wirklich ganz toll. Sagen wir schon mal hier zum Beispiel. Schönheit vergänglich, sie kommt und geht. Doch ein Arschgesicht besteht. Vergleichen, vergleichen. Ja. Hier. Das malst du einfach so in deinen künstlerischen Nächten. Das hier zum Beispiel, oh, ein schönes Bild. Und Sie sehen auch, wie das Bild heißt. Dieses Bild heißt Telekom. Das ist klasse. Ja, ist gut. Hast du? Das ist wieder Ausstellung. Ausstellung. Machst du ein bisschen große Ausstellung? Ja, machen wir. Ja. Hast du ein Vorbild als Maler? Mein Bruder Erich Lindenberg, der malt aber doch sehr, sehr anders. Aber er ist auch Maler, ich habe diverse Vorbilder. Okay, ich habe mich ein bisschen orientiert, logischerweise. Und du bist. Obwohl, das ist ja noch absolut neu. Ich wurde ja überredet, sowas zu machen von ein paar Kollegen von. Ja, aber Lüppertz und Imdorf und Meißenbuch. Also kleineren Anfängern. Ja. Und das hier, schau mal, Busenfreundin. Ganz was Feines. Auch schön. Hä? Und wir haben noch ein letztes. Nee, das war's. Das wusste ich wirklich nicht und das ist eine schöne Sache.
Ausstellung machen wir jetzt in New York. Wirklich in New York? Ja, New York. Und wo da? Moskau und so weiter. Mein Galerist Steinrötter, der macht das jetzt alles klar. Und ich bin unheimlich gespannt, weil für mich ist was Neues. Ich brauchte eigentlich nur ein paar Bühnenbilder für unsere neue Show. Ja. So. Habe ich angefangen, mir selber da so Bühnenbilder zu machen. Ich fand das irgendwie ganz witzig. Ja. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und viele, viele Leute sagen, finden wir sehr interessant, möchten wir auch kaufen. Zahlen die schwindelerregende Preise. Was kostet so annäherungsweise so ein Lindenberg, so ein... Hm? Ja, arme Leute zahlen praktisch nichts. Reiche zahlen sehr, sehr viel. Hey. Und manchmal, wenn ich meine Spendierhosen anhabe und in Stimmung bin, verschenke ich auch schon mal ein Bild. Bitte? An Menschen, die krank waren, zum Beispiel letzte Woche. Ja, das muss man sagen, ihr wart schon fast auf dem Weg. Und dann muss ich leider Magen-Darm... Das ist alles wieder schön. Cool. Ja. Pam? Ich schenke dir ein Bild. Ja. Du hast unsere Pam hier? Pam, bist du da? Das ist für dich. Das ist für mich? Ein Bild für dich. Das ist aber toll. Da geht es um Menschen, die im Reservat leben müssen. Ja. Menschen bei der Arbeit. Ja. Weißt du, wer das da ist? Ja. Das bist du mit meiner Frisur unterm Hut. So sieht deine Frisur unterm Hut aus, weil es immer gefragt ist. Mit einer schönen Frau. Hat das Bild einen Titel? Wer ist die Frau? Ja, Schreinemarkus wahrscheinlich. Ungefähr jedenfalls. Echt? Ja, das ist wahnsinnig nett. Ich danke dir. Ja. Großartig. Ein echter Lindenberg. Prima, ne? Die Band ist sogar nicht schlecht. Ja, die Band. Die Jungs haben sich jetzt aufgebaut. Meine Damen und Herren, das ist das legendäre Panikorchester. Die Herren, die mit Udo Lindenberg auf Tour sind. Udo! Leute, das ist ja. Okay. Mach das, du machst das. Okay,